In vielen Altersheimen gehört das Sterben einfach mit zum Alltag. Und auch wenn die meisten Senioren oftmals nicht mehr die eindrucksvollste Lebenskraft ausstrahlen, sind sie trotzdem noch Menschen, die Liebe, Nähe und Mitgefühl brauchen. Viele werden im Heim kurz vor ihrem Abtreten nicht mehr von Angehörigen besucht und das sorgt dafür, dass sie verkümmert und lustlos wirken. Auch erschien es den Pflegern bei dieser alten Dame so. Sie glaubten, sie sehne sich nach dem Tod. Hin und wieder murmelte sie etwas vor sich hin, das böse und giftig klang. Geistig schien sie schon lange nicht mehr auf der Höhe zu sein. Nachdem die Frau aber gestorben war, fanden die Pfleger einen wirklich herzzerreißenden Brief. Liebe Pfleger und Schwestern, wen glaubt ihr zu erkennen, wenn ihr mir in die Augen blickt? Eine merkwürdige, verbitterte alte Frau, die sehnsüchtig ins Leere starrt, eine Frau, die nicht reagieren will, obwohl man sie andauernd darum bittet, eine Frau, die ihr Essen einfach so wieder ausspuckt, ihr denkt, ich bekäme nichts mehr von der Welt mit, ständig verliere ich Schuhe und Kleidungsstücke, widerspinstig lasse ich mich von euch baden und füttern, immer darauf hoffend, dass der Tag schnell vorbeigeht. Ist es das, was ihr über mich denkt? Ich bin ein Mädchen, gerade einmal 10 Jahre alt, mit Mutter und Vater, mit Geschwistern und einer liebenden Familie. Ich bin 16 und besitze Flügel, träume von der Liebe. Ich bin eine 20-jährige, wundervolle Braut und mein Herz tanzt vor Freude, denn es gibt ein Versprechen für die Ewigkeit. Ich bin Mutter, ich bin 30 und meine Kinder brauchen mich, doch ich bin glücklich. Meine Kinder sind erwachsen und ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, doch ich bin glücklich, denn ich besitze eine liebende Familie. Als ich 50 Jahre alt bin, sind meine Kinder längst ausgezogen, doch mein Mann ist noch hier, denn ich bin glücklich. Ich bin eine 60-jährige Oma und ich halte meine Enkelkinder im Arm. Kraft, Schönheit, Lebensfreude, alles ist dahin. Mein Herz ist eiskalt, doch das Mädchen in mir lebt immer noch und es liebt noch. Ich reise zurück und erlebe alles nochmal. Viel zu schnell ist mein Leben vorübergegangen. Ich akzeptiere, dass nichts für die Ewigkeit festzuhalten ist. Deshalb öffnet eure Augen, seht ganz genau, denn das bin ich.